Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video von JP Performance GmbH. Heute wird Geschichte geschrieben, heute wird es mal ein bisschen anders. Es wird wilder, es wird eine Klasse an Fahrzeugen hier hinkommen, die wir so noch nicht hier hatten. Nö. Ne? Mr. Secret ist auch am Drehen, weil Mr. Secret dasselbe Auto fährt. Genau. Sehr irgendwie. Irgendwie in der Form. In der Form, in der Art und Weise. Und zwar haben wir dieses Auto heute da. Ganz genau. Und weil das Auto so besonders ist, gibt es jetzt mal eine Runde Porn. Auto ist nicht ganz allein da, denn der Luca ist da. Ich würde sagen, es ist so der Master in diesem Auto. Und wir machen so, hallo? Ja, weil wir haben ja besondere Zeiten im Moment hier. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So, ich habe Fragen. Ich würde sagen, wir setzen uns am besten auch mal eine Runde hin. Sehr gerne. Quatsch mal ein bisschen über das Auto, weil es ist ja für uns auch hier auf dem Channel das erste Mal, dass wir ein Rennfahrzeug hier haben. Ja, ist eine Ehre für uns hier sein zu dürfen. Der Wagen steht hier auf Regenreifen, ne? Genau, je nachdem, wie viel wir querfahren wollen, können wir natürlich aus Slicks fahren. Der hat Fly-Off, ne? Ja, genau. Aber nutzt ihr die im Rennen? Kommt drauf an, Strecken wie Macau, Bang Sen in Thailand, enge Spitzkern, nimmt man mal kurz, um das Auto querzustellen. Muss aber leider aufpassen, weil die Rear Uprights kann brechen. Ehrlich? Ja, also ich habe das einmal geschafft in Bang Sen, da habe ich mich weggedreht und wollte halt nicht vorwärts in die Leitplanke einschlagen, habe versucht, das Auto umzudrehen. Bin nicht eingeschlagen, aber habe mir dann hinten die Uprights abgerissen. Krass. Wir haben ja, also ich muss zugeben, wir haben vorhin schon gerade gesprochen und haben leider über so viele geile Themen schon gesprochen, die ich jetzt, dann unterbreche ich immer diese Gespräche, weil ich dann sage, kacke, das wäre so geil gewesen fürs Video. Also, BOP, der hat jetzt volles Gewicht drin, ne? Genau, also enorm viel Gewicht drin, dadurch, dass wir ja im Moment schnellste TCR-Auto haben, heißt, wir fahren enorm viel Gewicht, sind enorm hoch und weniger Motorleistung, gewinnen aber trotzdem noch Rennen. Also krass. BOP, Balance of Performance heißt das, für die, die das nicht wissen. Das heißt, damit will der Rennveranstalter dafür sorgen, dass es für den Zuschauer und auch für alle Teilnehmer ein gleichmäßiges Verhältnis ist, dass ja, es genau. Spaß macht zuzugucken. Genau, ist so, dass man halt nicht will, dass zum Beispiel in der Formel 1 immer ein Hersteller gewinnt, immer die gleichen Fahrer gewinnen. Sondern gewinnt immer der gleiche Hersteller in der Formel 1? Nein. und somit wird halt mit Motorleistung, Höhe und Gewicht werden die Autos angepasst. Mhm. Im Moment ist es natürlich sehr eng. Wir haben teilweise im Rennen die ersten 20 Autos in 3, 4, 5 Zehntel. Das geil. Heißt, enorm guter Tourenwagensport, Kontaktsport. Also die Autos sind oft hin, eben weil wir so eng beieinander sind. Aber ich denke, das zeichnet auch den TCR-Sport aus. Dass total. Du einfach total. Wie viel Höhenvariation gibt es da? Das ist für uns Tuner immer sehr wichtig. Also wir müssen jetzt mit einer 90er Höhe fahren. Ja. Andere Hersteller fahren teilweise mit einer 70er Höhe. Es sieht nicht so gut aus, natürlich, aber hat natürlich Vorteile. Gerade Strecken wie Oschersleben, hohe Curbs, kannst du halt volle Maschine drüber hämmern. Volle Maschine. Und was würdest du sagen, was kostet das an Zeit, wenn die Karre hochkommt? Also ich denke, dass das der größte Schritt ist. Gewicht nicht so schlimm, natürlich auch viel, aber... Aber wenn die Kiste rollt, rollt sie. Ja, aber ich bin der Meinung, dass die Höhe uns am meisten wehtut von der Zeit. Du bist auch schon andere TCR-Autos gefahren, oder? Genau, ich war vorher bei Volkswagen, bin mit dem Golf gefahren, bin schon ein paar andere TCR-Autos gefahren, aber im Hyundai natürlich echt am wohlsten gefühlt und konnte enorm viele Rennen gewinnen, enorm viele Titel mit dem Auto schon gewinnen und in meinen Augen im Moment das beste Paket. Was überzeugt dich am meisten an dem Hyundai so? Ich finde halt, in der Kurve liegt er einfach so geil. Aber man muss ganz kurz unterbrechen, Schatz. Ja. Zwischen ja. deinem Auto. Ist natürlich ein großer Unterschied, aber ich muss wirklich wissen, deswegen frage ich ja, wie es im TCR jetzt ist. Also im TCR ganz klar, die was Bremse, unterscheidet. Bremse ist enorm, Getriebe, also die Schaltvorgänge sind viel schneller, unterschalten, Motorbremse ist viel mehr. Und was man zum Beispiel auch merkt, Heckflügel. Also das Auto ist einfach enorm gut durchdacht und ist schwierig abzustimmen, schwieriger zum Fahren. Also am Anfang hat man immer gedacht, ja, es ist jetzt ein richtiges Rennauto und ist leichter zum Fahren. Aber der Umstieg war für mich sehr schwer. Vom Volkswagen auf den Hyundai. Aber wenn du einmal diesen Flow hattest, wenn du einmal das Gefühl hattest, du musst deinen Fahrstil anpassen, mehr Rollphasen einbauen, das Auto mehr laufen lassen,
Aber wenn du das einmal drin hast, dann ist das Auto fast unschlagbar. Mehr Rollphase? Also was du einfach magst bei dem Auto, die Gasannahme, also das Ansprechverhalten ist viel aggressiver. Das habe ich in Korea gemerkt. Im Volkswagen habe ich immer dieses Overlay gemacht, also gerade im schnellen Ecken, du schon du vorher Gas gibst. Und Overlay heißt quasi Gas dann mit dazu nehmen. In dem Auto tödlich, weil du sofort ins Power anders dir kommst, das Auto geht vorne weg. Und von daher, du bremst, baust eine leichte Rollphase ein und bist dann erst smooth am Gas und dann kommt der Hammer. Okay, also du siehst quasi wie so ein übermotorisierter Sportwagen, genau, dass genau. Du quasi aus der Kurve mit einer Dosierung rausgehst. Genau. Okay. Und das war beim Volkswagen TCR nicht. Da warst ja, du eigentlich eher, dass du ja. gekämpft, um Ladedruck und Leistung genau, aufzubauen. Also bist auf der Bremse noch. Ja, und schon Überlappung. 10% ans Gas geholt und dann durchgezogen. Wie viel Prozent von diesem Auto ist das Serienauto? Also um die 60% und das denke ich zeichnet den TCR-Sport auch aus. Also du fährst dir die Tür kaputt und ich kann die jetzt aus eurem Auto wieder rausbauen und steck sie hier rein. Einfach um die Kosten im Rahmen zu behalten und ja, man sagt so um die 60%. Also die 90er Höhe, das heißt du bist noch nie auf 70er Höhe gefahren? Nein, also das Auto wurde auf einer 80er Höhe entwickelt und sind teilweise, weil die Autos so stark waren, schon auf 100er Höhen in der WM 2018 gefahren. Also kannst du auch teilweise noch bei WRC mitmachen. Ja genau, also ist dann schon fast ein i20. Bist du Rallye mal gefahren? Ich mache die Rollouts für Hyundai Motorsport und fahre daher die R5s regelmäßig und die TCR-Autos ein. Okay, geil. Ja, Rallye macht natürlich auch enorm viel Spaß, aber der Kontaktsport im TCR ist einfach... Ist geil, ne? Ja, mega. Ja, wir haben vorhin gesprochen, natürlich ist meine Rennfahrzeit super kurz und auch gar kein Fall vergleichbar, aber wir haben vorhin gesprochen über diese Phase, wenn du im Motorsport unterwegs bist und du kommst in die Welle des Verlierens oder in die Welle des Misserfolgs. Verlieren ist ja immer am Ende des Rennens, aber teilweise hast du ja schon ein Verlieren, wenn dein Teamkollege dementsprechend so und so viel Zehntel schneller ist, ist das ja schon ein Verlieren, intern. Und ja. Wenn du in diese Welle kommst, des nicht erfolgreich Fahrens, dass du dann irgendwann da nicht mehr rauskommst. Du bist eigentlich gut, du hast es drauf, aber dein Kopf spielt dir da einen Streich. Ja, also ich denke, mental ist mit der größte Baustein in dem Sport. Also natürlich der erste Gegner ist dein Teamkollege, das hört sich sehr hart an, aber du musst als erstes... Und nach außen hin tut man immer so, als ob nicht. Ja, best friends nach außen, aber intern... Hinter den Kulissen, da finden schon einige Spielchen statt. Jeder denkt nur an sich, also es ist nicht so, dass sie da alle befreundet sind, sondern natürlich erst der Teamkollege, dann die Markenkollegen und dann denkt man an den Gesamtsieg. Aber ja, wie du sagst, also ich habe das am eigenen Leib gespürt, in der Formel 4 zwei Jahre gefahren. Wir hatten einfach das Budget nicht, mit den Top-Teams mitzuhalten und habe auf Deutsch gesagt, zwei Jahre lang richtig auf die Fresse bekommen. Ja. Was heißt es bei dir? Also platztechnisch, Lampe. Ja. 15, Platz 10 in den Rookies. Also, wie gesagt, wir hatten zwei Testtage vor dem ersten Rennen. In einem Formel? Formel 4. Und du bist vorher schon mal Formel 4 Auto gefahren? Nee, zwei Tage und dann sind wir zum ersten Rennen gekommen, weil wir es uns nicht leisten konnten. Ja, aber Hase. Also ich bin zum Beispiel ein paar Mal ein Formel Auto gefahren und wenn ich mich in ein Formel Auto reinsetze, komme ich mir so vor, als ob ich seit zwei Tagen Führerschein habe. Ja, genau. Ist wirklich so. Also, wir hatten einen Test am Lausitzring. Ich glaube, 30 Autos auf der Strecke. Ich habe gedacht... Das wird nichts. Ja, wirklich. Also wenn ich, sobald ich vorne die Räder rollen sehe, habe ich das Gefühl, da ist ja gar kein Autofahren. Was mache ich denn hier? Weil das ist so schwer vorstellbar. Du sitzt in dieser schmalen Kabine, sitzt erstmal, das mittige Sitzen ist, finde ich, auch so eine minimale Umgewöhnung von der Positionierung, wie du, wenn du immer Tourenwagen fährst und immer links sitzt oder immer rechts sitzt, dann weißt du einfach auf dieser Strecke Hockenheim oder Nordschleife, dass wenn ich hier rumfahre, habe ich da noch Auto. Und auf einmal sitzt du in der Mitte und dann siehst du ja auch, wenn du die Kurve anbremst, dass das scheiß Rad steht auf einmal. Ja, genau. Und dann denkst du dir, was für eine verfickte Scheiße ist hier los. Aber bei mir war es eigentlich easy, weil ich vom Kartsport kam. Das heißt, ich war 15, 16 Jahre alt, das war jetzt kein Riesenproblem. Mir hat einfach die Fahrzeug gefehlt. Und eben nach den zwei Jahren war es dann wirklich so, dass ich mit meinen Eltern gesprochen habe, so, das ist nicht das Richtige, wir kriegen jede Woche auf den Sack. Jeder investiert so viel Zeit, so viel Geld, alle leben quasi für mich in der Familie, Freunde, um das irgendwie ins Rollen zu bringen. Parallel noch in der Schule gewesen, da dann natürlich auch zum Kämpfen, wenn du wochenweise weg bist. Und dann war eben die Frage, okay, wir probieren es noch einmal mit dem TCR-Sport. Konnte dann das erste Rennen in Dubai gleich gewinnen. Und von da an war das ein Flow. Ich konnte 6 Titel gewinnen. Vielleicht auch das, was ich sage. Ne? Ja. Erste Rennen, Sieg,
ja, du kommst in ein ganz anderes Fahrtwasser. Also du kommst genau, weiter Brust an, Kopf, du denkst, genau, hey, ich bin denen, der es zu schlagen gilt. Und natürlich durchlebt man dann immer wieder Hochs und Tiefs, aber was mir geholfen hat, war halt immer im Auto hocken. Ich war jedes Wochenende, über 30 Rennwochenenden, du hockst jedes Wochenende im Auto, du hast ein schlechtes Wochenende, fliegst direkt zur nächsten Rennstrecke und kannst dann gleich den Fehler beseitigen. Ja, das ist echt geil. Man fühlt sich halt auch vertraut im Auto. So. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind teilweise Vorbereitungsrennen gefahren in Malaysia, so wie dieses Jahr oder letztes Jahr. Da kommst du halt vor dem ersten Rennen mit 3 Rennwochenenden schon an. Also ja, das sind wir dann quasi im Vergleich zu den anderen, die viel im Auto hocken. Und ja, das fühlt sich gut an, weil du einfach genau weißt. Zeitzone, ja, Klima, ja, du bist da, ja, du hast dein Essen, du hast alles, was... das ist wirklich interessant beim Motorsport. Es sind auch oftmals wirklich die Details, die das ausmachen, wie du dich fühlst. Ja. Ich glaube, viele, die vom Motorsport träumen oder die auf der Konsole viel fahren, das ist klar, es ist einmal das Bedienen, es ist einmal auch auf jeden Fall eine Mischung finden, so wie ich es beschreibe, eine Mischung finden zwischen Hirn ins Glas, aber trotzdem da sein. Ja. Ne, ist ja gerade VLN oder halt auch sowas jetzt, wo du mit Autos die ganze Zeit am Kämpfen bist, die ganze Zeit berührst. Wirklich Hirn an, darfst du ja nicht haben. 0,0. Also du darfst dir keine Gedanken machen, was es kostet. Also Punkt 1. dass das wehtun kann. Ja, das sowieso. Das komplett ausgeblendet. Genau. Aber dass du da jedes Wochenende Tausende von Euro zu Schrott fährst, da darf man nicht drüber nachdenken, weil das macht dich einfach zu langsam. Dass es wehtun kann, natürlich wird ausgeblendet, aber ja, das A und O ist viel drinnen sitzen und Kopf ausschalten und einfach nur dran denken zu gewinnen. Und ich glaube, was glaubst du, wie viele von den Leuten, die davon träumen, verstehen das und sehen das so? Also ganz ehrlich, so viele Leute oder die Fragen, die man bekommt, wie wird man Rennfahrer, was muss man tun und das ist ja easy, da ein bisschen am Lenkrad drehen. Es steckt so viel dahinter, die ganze Vorbereitung, die ganze Fitness, der Druck, der auf jungen Fahrern lastet, also mit 17, 18, 19 Jahren. Das ist Wahnsinn. Das kann sich wirklich kein Normalsterblicher vorstellen, was es auch heißt, Profi-Rennfahrer zu sein. Ist nicht immer nur leicht und schön und ein bisschen ja, in Dubai oder in Malaysia im Kreis fahren, sondern die Vorbereitung, die ganze Orga, die vielen Reisereien, das zehrt schon auch. Also ist nicht nur schön. Auf gar keinen Fall. Seit wann hast du mit Motorsport zu tun jetzt schon? Also eigentlich mein ganzes Leben. Also mein Vater war Rennfahrer früher, ist 2014 in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft noch gefahren und hat dann jetzt quasi mich aufgebaut. Und ich war früher schon immer am Rennplatz dabei und lieb eigentlich Motorsport. Also nicht nur das Rennenfahren, sondern ich bin zu Hause nur in der Werkstatt. Versuche immer so viel wie es geht übers Auto zu lernen, mit vorbereiten, den Mechanikern helfen beim Schrauben, in Asien Container ausladen. Also ich liebe einfach so einen Wochenendablauf. Von A bis Z dabei sein, mit dem Team hinfliegen, ausladen, vorbereiten. Es wird natürlich immer weniger, umso höher man fährt, weil du viel mehr Termine und viel mehr Verpflichtungen hast. Aber das Wichtigste ist mir immer mit den Jungs einfach das ganze Wochenende zu durchleben. In Vallelunga selber mithelfen, Motor wechseln, einfach zu verstehen, was es heißt. Auch, wenn was kaputt geht. Ja, wenn 4 Mechaniker da wirklich Tag und Nacht arbeiten, weil du wieder die Hütte zu Schrott gefahren hast und ihnen zeigen, hey, Jungs, wir wollen einfach nur den Erfolg. Egal, was es braucht, wir machen es. Und ich denke, das war auch ein Schlüssel zum Erfolg. Ja, ja. Eine Frage habe ich noch, weil da habe ich oftmals Diskussionen. Wie siehst du den Vergleich, sagst so offen, wie du kannst, zwischen einem Trackday-Fahrer und einem Rennfahrer? Ja, Tag und Nacht. Ich bin auch vorher Trackdays gefahren und war selbst auf der Nordschleife so unterwegs. Aber ich bin der Meinung, wenn du einfach, du fährst eine Runde Nordschleife, und du bist in der 4. Runde, für dich selber, an einem Wochenende. Und brichst dann einfach ab. Und genau da ist ja der Punkt. Ja. Dann fährst du die letzte Runde ein bisschen ruhig aus. Und das ist der Punkt. Beim Rennenfahren habe ich einfach ganz schnell verstanden, Scheiße, die Scheiße geht jetzt bis zum Ende durch. Ja. Egal, was jetzt gerade ist. Du fährst, das ist ein Rennen. Der vor dir und der hinter dir, die wollen auch gewinnen. Ja. Und das ist beim Trackday halt ein riesengroßer Unterschied. Beim Trackday sind halt meiner Meinung nach die oftmals die größte Brust haben. Ja. Aber du fährst dagegen nichts. Du fährst gegen die Uhr. Ja, und was man nicht vergessen darf, Trackday oder Test, deswegen versuchen wir die Vorbereitung eigentlich so gut wie es geht mit Rennen zu machen. Exakt. Du hast im Qualifying nur eine Runde. Also wenn ich jetzt in der ersten Runde über die Tracklimits rausfahre und meinem Ingenieur über Funk sagt Tracklimits, dann sagt er, ja gut, Alter, wir stehen auf dem letzten Platz, danke dir. Also im Tester gibt es einen neuen Satz Räder und dann fährst du nochmal, dann hast du 6 Versuche und irgendwann klappt's. Aber du hast nur die eine Runde, du darfst in einem Rennen keine Fehler machen. Gerade in der WM, wenn alles so eng zusammen ist, du hast Leute hinter dir, die haben einen dreifachen Weltmeistertitel, die lassen dich aussteigen, ohne dass du es merkst. Also du musst immer fokussiert sein, immer da sein und jede Runde so fahren, als wäre es ein Qualifying. Und das zehrt schon an einem.
Was halt enorm wichtig ist in dem Auto, was wir gespürt haben, du musst das Auto einmal in die Balance kriegen, egal was jetzt Federrate, Spur, Sturz, Höhe und solche Sachen anbelangt. Und dann bauen wir nicht mehr viel um. Natürlich wird das adaptiert, wenn wir viele schnelle Ecken haben, viele kurze Ecken. Wenn wir viel Sprünge drin haben, wird natürlich auch mit einer Feder, Helper, klar, Spring und so gearbeitet. Aber wenn das Ding einmal in der Balance ist, dann rollt's. Okay, dann gucken wir uns mal das Auto an. Wie viel Dezibel macht so ein Eimer? Zu laut, schätze ich mal. Ich glaube auch, das glaube ich eine Menge, ne? So, Benz of Performance lacht uns hier schon mal an. Genau. Ihr habt wie viel Kilo drin jetzt? 100? Wir haben 130 Kilo, also ist auf mein Fahrergewicht. Wir haben unterm Sitz und hinterm Sitz. Gewichtsverteilung ist natürlich noch ein Riesending in dem Auto. Habt ihr hinten gar nichts? Nein, hinten ist gar nichts. Okay, aber weil bedingt ist natürlich auch, wir versuchen das Auto so viel wie es geht in die Rotation, einen leichten Slide zu bringen, um die Vorderachse am Leben zu halten und ja, mit der Hinterachse mitzulenken. Also es wird nicht so sein, dass du kompletter Lenkeinschlag gibst und dann voll ans Gas das gehst, sondern nur ganz smooth und ja, rollen lassen. Genau. Wäre ja schon spannend zu wissen, was er für eine Zeit fährt hier. Ja? Ja. Ich habe meinen Anzug dabei. Wer sagt, dass du fährst? Okay, ich würde sagen, wir machen ihn mal warm und gucken mal eine Runde. So, los geht's. Gerade warm gefahren. Das ist halt ein Rennwagen, wie man ganz klar sagen kann. Der Peter kommt auch gemein rüber. Jo, ist sehr laut? Ja, schon etwas. Ja. Etwas oder? Etwas sehr laut, ja. Oh, scheiße. Ja, gut. Es ist nicht einfach zu fahren, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Was war das Ruckeln eben gerade, wo du so Gas gegeben hast, so dazu geruckelt hinten? Beim Anfahren? Genau. Das ist halt, dass der Motor stark verschraubt und wenn ich jetzt anfahre, dann ist der Gang drin und wenn ich dann halt mich bewege, gehe ich auch wieder mit dem Fuß leicht vom Gaspedal runter, der Wagen denkt kein Gas, ich will aber Gas geben und so ruckelt das Auto dann halt los. Okay. Deswegen habe ich früh die Gänge hochgeschaltet, um halt da ein gewisses Gefühl zu bekommen oder dass das Auto niedrigtouriger fährt und ich nicht so viel wackel und dann gleichmäßig losfahren kann. Ja, Temperatur müsste langsam drin sein. Okay. In dem Auto. Was halt extrem ist, ist eine kleine Sache zum Beispiel. Guck mal durch die Frontscheibe durch. Das ist halt eine Kunststofffrontscheibe. Mhm. Versuch mal von hier gerade durchzufilmen. Boah, schwierig bis näher. Siehst du, wie schlecht die Sicht ist? Das kriegst du gar nicht scharf gestellt. Das sieht aus, als ob du die ganze Zeit nicht scharf siehst. Einfach eine Ungewöhnung für mich. So ein bisschen milchig, oder? Genau. Ungewöhnung für mich, dass halt einfach ich die Lassisee einfach scharf kenne. Mhm. Ist sie aber jetzt hier so nicht. Ein sehr, sehr krasser Unterschied. Also erkennst du irgendwas wieder vom normalen Hyundai? Motorcharakteristik so ein bisschen und Motorart erkennt man schon wieder, das Getriebe natürlich überhaupt gar nicht, Klang auch nicht, doch so ein bisschen die Agilität und dieses ganze Fahrverhalten, das ganze Leben so in dem Auto ist schon Hyundai auf jeden Fall und man merkt halt schon, dass das Auto sehr viel kann. Man muss die Hinterachse warm kriegen, das heißt, wir dürfen jetzt nicht zu lange hier stehen, das wäre schlecht, aber ich fahre ja auch, denke ich mal, so 3 Runden. Und dann kriegen wir eine Idee, wie schnell dieses Auto ist, da kommen die auch schon. Okay, ja, 59,5 müssen wir schlagen. 59,5, okay. Alles klar,
Viel Glück. Jo. Ungefähr war das jetzt? 53,98 Sekunden. Die Großunterschiede sind einmal das Grip-Niveau allgemein. Ich will jetzt einmal gucken, wie die Hinterachse. Scheiße, wir müssen einmal den Wagen ein bisschen. Ich roll ihn einmal schräg, geh mal zur Seite. Alles klar. Ich muss einmal gucken, wie warm. Ja, Auto ist doch warm, aber du weißt halt nicht, wie hart kannst du rangehen. Das ist jetzt vom Start, ne? Ja, mega durchgedreht am Anfang. Beim letzten, beim, ne? Ja, beim letzten. Ja. Beim einen hat er sich so ein bisschen verschluckt, so. Mhm. Vorletzten. Ah, oh, er kann wieder runterkommen. Ist halt schon ein Rennwagen und auch interessant für uns zu gucken, wo so die Vergleiche sind. Wie viel ist das Auto jetzt schneller oder langsamer? Bei 53, was, 2 oder 9? 53 jetzt irgendwas hast du gesagt. Okay, ist halt 1,9 Sekunden ungefähr langsamer als ein GT3 S. Ist krass. Und es ist ein Hyundai. Ist ein Hyundai und es 350 PS. Ja. Krass. Also eine Gewichtsverringerung hätte auf jeden Fall was gebracht. Das Ding ist halt, du hast halt auch kein ABS. Ich wollte kein stehendes Rad riskieren in der KSK. Ja, das ist gefährlich. Wenn du in der KSK ein stehendes Rad hast, dann verlierst du halt in dem Moment
Meter bis zum Kurvenscheitelpunkt, hast aber keine Verzögerung, die du brauchst, um den Kurvenscheitelpunkt zu erwischen. Somit bin ich da immer so ein bisschen, da sind die 80%. Genau, ja. Damit will man nichts riskieren. Der Rest war bestimmt schon ein bisschen mehr und ich glaube auch, dass das Auto in gewissen Punkten gar nicht viel schneller kann. Mhm. Ich hätte ein paar Mal Gasbremse irgendwie gleichzeitig machen können, dass ich ein bisschen den Motor zwinge, dass er dieses Turboloch nicht ganz so hat, weil er hat hier und da schon echt Turboloch. Also wir haben halt einen Longtube-Krümmer, der Krümmer geht halt lang rüber und das Abgasgehäuse sitzt hier. Normalerweise sitzt das Abgasgehäuse hier hinten, ne, bei deinem normalen Auto. Ja, da sieht ein bisschen alles leerer aus hier drin. Genau, weil einfach der vordere Schlossträger einfach auch nicht hier sitzt, sondern hier sitzt ja auch der Ladekühler. Das heißt, das hier ist, was das Auto eigentlich auch an Länge gewinnt. Plus, der normale Hyundai geht ja auch hier so lang. Das heißt, er ist ja auch noch länger als das normale Auto. Ja, Breitbau sieht doch mega aus. Wenn das wirklich mal TÜVen könnte, das wäre ein Träumchen. Ja, das wäre echt geil. Aber wenn man wirklich so überlegt, Bock hätte ich schon mal so ein Auto zu bauen für die Straße. Boah, weil wenn 60% davon Serie sind und man Body baut, man baut so einen Zwischenmonster zwischen den beiden Autos, das wäre natürlich echt mega geil. Mega, das wäre brutal. Ja, 53,9, 53,8 sowas. Nein. Das ist schon schnell. Das ist echt eine Ansage. Dann würde ich schon noch ein bisschen weitermachen, oder? Das ist zu laut. Ja? Ja, ja. Echt? Ja, also hier, also ich sag mal, das Auto kann... Aber am Start waren ja allein schon... Ja, wir dürfen nicht mit Launch Control starten. Muss halt normal losfahren, das ist die Bedingung. Da bricht er natürlich extrem zusammen. Obwohl der letzte Start war mit wenig Turboloch. Ja, schade. Ja, Launch Control ist deutlich besser. Ja, aber ich würde sagen, du musst einmal probieren. Auch nicht für eine Zeit, weil es schon ein geiles Gefühl im Auto. Ja, glaube ich, aber wir dürfen Leute nicht so... Es war wie doll... Movo! Wie laut war es denn? Also schon so 20-30% lauter als das Lauteste, was wir sonst hier machen. Dann lassen wir es. Okay. Dann lassen wir es. Ja. Und sonst, aber vom Setup und so? Nicht zu hart, was du meintest. Nee. Nein. Was man merkt, ist, wenn es über einen gewissen Lenkwinkel hinausgeht, konnte ich das nicht ganz definieren. Entweder hat die Sperre dann da gezickt oder... Das ist die Lenkung. Da hat er vibriert. Ja. Ja, ist die Lenkung. Wir haben teilweise ein paar Probleme, dass diese Lenkkraftverstärker das nicht richtig schafft, beziehungsweise... Bis zu dem, weil die Räder sich ja auch aufstellen, ja, ne? Genau. Ja, genau. Da fahren wir dann teilweise enorm lange Pipes, also Schläuche im Auto. Aber wir versuchen da gerade ein bisschen was zu machen, um das... Aber hast du ja nicht so oft. Nein, du hast auf der Rennstrecke kein Problem damit. Aber wir merken es halt, wenn die Räder anfahren, Safety Car. Gerade wenn man jetzt umsetzt, aber... Aber ich sag, dass das Auto hier maximal fahren kann. Ich weiß nicht, wir gucken einmal eben rein. Ich glaube 53,2. Mit deinen Hinterrädern auf der Vorderachse, weil du kannst nicht tauschen. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht. In den engen Situationen unten aus der Forellengasse raus links, da wäre noch Zeit. Weil da hast du es gemerkt, da muss ich so spitz fahren. Die 1 ist schon geil hier. Also die 1 hier auf der Strecke hilft dir schon echt enorm gut. Weil die ersten Runden bin ich immer mit der 2 gefahren. Aber das brauchst du halt so nicht. Aber ja. 54, 55, 53. Ja, cool. Und das sind 130 Kilo auf der Seite. Genau, weil ich glaube, das Auto kann schneller als der GT3 ist. Glaube ich auch. Also jetzt glaube ich es auch nach der Zeit. Ja, also das glaube ich schon. Das Ding ist halt nur kein Launch Control. Und da hat er natürlich echt schon Probleme. Ja, weil klar, wir fahren natürlich im Rennen nur mit Launch Control. Und zum Losfahren tun wir natürlich immer Kupplung schonen, alles schonen. Und das Auto ist nicht auf ausgelegt, jetzt ein Start ohne Launch Control. Ja, genau. Da müsste es so ein Lassi-See-Update geben. Upgrade. Aber du sagst, das Auto ist 60% wie das Serienauto. Ja. Ich habe gerade schon mit Peter gesprochen, man könnte ja auch sowas bauen als Zwischending. Ja, das wäre verrückt. Quasi ein Auto, was irgendwie noch Lassi-See-tauglicher ist, straßentauglicher ist, aber trotzdem ein Setup haben wie das. Ja, das wäre mega. Total. Das wäre mega. Das wäre echt geil, ne? Würde ich mich freuen. Ab wann würdest du sagen, lebt die Aero? 120? Ja, ehrlich gesagt streiten wir da ein bisschen drüber, weil ich glaube, dass es enorm früh einsetzt. Auch schon in langsameren Ecken, aber es hängt natürlich auch mit der Rake im Auto ab, also mit der Höhenverteilung, wie und auch Auto, Bremsen, ne? Ja, genau, also wie das Auto steht. Wo wir es enorm merken, ist auf der Bremse, es stützt die Hinterachse. Ja, teilweise egal, auch wenn du auf Low-Speed-Cornerst dann nochmal runterbremsen musst. Was heißt Low-Speed? Dritter, vierter Gang, 100, 120, 130, 140. Dass er dann nochmal hier hinten Druck gibt. Es kommt dann noch mehr zur Geltung, wenn wir viel Spur fahren. Das heißt, viel Spur an der Hinterachse, das Auto rotiert, hilft uns der Flügel, dass er runterdrückt. Ja. Aber das Rotieren trotzdem klappt. Ja, genau. Wegen der Vermessung. Ja, okay. Vielen Dank für diese wunderschöne Probefahrt. Wir sagen Tschüss in Manier. Und wir überlegen mal, ob wir sowas vielleicht bauen. Oder? Ja, super. Weil Peter braucht einen neuen Dienstwagen. Genau. Richtig? Mhm. Oder, Movo? Ja, auf jeden Fall. So, tschüss. Ja. Getriggert. Yes. Aber Hauptsache, Peters Mutter kommt am Freitag. Oh, Mann.
Yeah. Guckt er mal die Videos da? Ja, doch. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hallo! Ehrlich jetzt? Wirklich? Ab und zu, ja. Grüße gehen raus. Ja, hallo Peters Mama. Ja, hallo. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Aber eigentlich war es ja Julians. Ja, genau. Ja, ich Frau Peter Mama. Oh. So, kommen wir zum eigentlichen Thema und zwar der Hyundai i30 TCR. Heißt der eigentlich i30 N-TCR? Nein, ne? Da stand N drauf zumindest auf dem Auto noch. Eigentlich macht ja auch Sinn, ne? N ist ja die Basis. Genau. Genau. i30 N-TCR fuhr 53,9. Boah, wow. Somit wäre er vor dem 35er GTR eigentlich gelandet. Aber da dieser Wagen ja keine Magneten dran hat, fällt er wieder runter. Aber 53,9 wäre die Zeit von dem Auto. Somit ist er knapp hinter einem R8 V10 Kompressor. Verrückt, oder? Ja, das ist einfach das Zusammenspiel zwischen einem sehr ausgewogenen Fahrwerk, zwischen Slick-Reifen, die auch dementsprechend eine annähernd gute Betriebstemperatur hatten, einem kräftigen Motor und einem nicht zu hohen Fahrzeuggewicht und einer breiten Spur und einem schnell schaltenden Getriebe, da kommt halt alles zusammen. Dazu kommt, man muss sagen, ich bin jetzt mit dem Auto nur 1, 2, 3 Runden gefahren, was es nicht der richtige Weg ist, um sich auf ein Auto einzuschießen. Ich denke mal, würde ich mit diesem Auto, wie mit jedem anderen Auto auch zwar, das stimmt, aber vielleicht so 25, 30 Runden fahren, dann wäre rausholen. Das Auto, ich sag mal so, in Movo-Style 52.1 gefahren. Ich glaube nicht, dass er den GT3 geschlagen hätte. Okay. Das glaube ich nicht, weil der GT3 reifentechnisch auch echt gut dasteht. Ja, hat er auch diese Slicks von... Die Semis drauf, ja, genau. Ich glaube nicht, aber sagen wir mal, er wäre auf jeden Fall auf Platz 2 gewesen. Das ist ganz, ganz sicher. Und... Das ist ganz sicher auf Platz 2. Mhm. Und das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Zeigt halt auch, was im Potenzial in einem Rennfahrzeug drinsteckt. Mhm. Aber genau dieses Video hat ja auch meine komischen, abgefuckten Sinnes-Synapsen. Sinnes-Synapsen? So heißen die. Ich hab grad nachgeguckt. Perfekt. Hast du gegoogelt? Ja. Perfekt. Und da kam ich auf 1, 2 Ideen, die mich ja irgendwie so ein bisschen denken lassen, dass ein i30M von der Straße ja echt sehr nah an dem Auto dran ist. Richtig, Peter? Würde ich schon sagen. Ich denke mal weiter darüber nach. Tschüss.